Jeden Monat reift im natürlichen Zyklus einer Frau unter Einfluss der körpereigenen Hormone ein Eibläschen heran. In der Mitte des Zyklus kommt es, ebenfalls hormongesteuert, zum Eisprung. Die jetzt befruchtungsfähige Eizelle wird vom Fimbrientrichter der Eileiter aufgenommen und wartet nun auf die befruchtungsfähigen Spermien. Der Wunsch nach Kindern ist den Menschen von Natur aus gegeben. Doch nicht immer kann er erfüllt werden. Die Ursachen für ungewollte Kinderlosigkeit sind vielfältig, ebenso wie die Möglichkeiten, sie zu behandeln. Eine Weiterentwicklung der In-vitro-Fertilisation ist die intrazytoplasmatische Spermieninjektion, kurz ICSI genannt. Zunächst werden die Eierstöcke hormonell zur Reifung mehrerer Eibläschen stimuliert und die Eizellen danach entnommen. Dies geschieht unter Narkose im Rahmen eines kurzen ambulanten Eingriffs. Im Labor werden die gewonnenen Eizellen mit den männlichen Samenfäden zusammengebracht. Dazu wird die Eizelle unter dem Mikroskop fixiert und ein Spermium mit einer sehr feinen Pipette direkt in die Eizelle eingespritzt. Nach ca. 24 Stunden wird überprüft, ob die Eizellen Befruchtungszeichen, die sogenannten Vorkerne, zeigen. Nach weiteren 24 Stunden kann der sich teilende Embryo mit Hilfe eines dünnen Katheters in die Gebärmutterhöhle übertragen werden, um sich wie bei einer natürlichen Schwangerschaft in die Gebärmutterschleimhaut einzunisten. Alle Methoden der assistierten Reproduktion bieten Paaren gute Chancen, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. Eine Beratung und gründliche Untersuchung sind Voraussetzung, um die für die individuelle Situation erfolgsversprechende Behandlung festlegen zu können. Da die Fruchtbarkeit der Frau bereits ab dem 30. Lebensjahr abnimmt, sollten Paare mit unerfülltem Kinderwunsch nicht zögern, sich kompetenten ärztlichen Rat einzuholen, um die Chance für das Elternglück nicht zu verpassen.